Nur wenige Tage nach diesem Foto ist der Amerikaner John Allen Chau tot. Er kam als Missionar auf diese Insel im Indischen Ozean. Ein tödlicher Fehler. Ein Ureinwohnerstamm lebt hier seit Jahrtausenden völlig isoliert. Die sogenannten Sentinelesen wollen keinerlei Kontakt zur Außenwelt, gelten als kriegerisch. Die indische Regierung hat jeden Kontakt mit ihnen verboten, um ihre Lebensweise zu schützen und das Einschleppen von Krankheiten zu verhindern. And we should respect their Wir sollten ihre Freiheit respektieren, wir sollten ihre Rechte respektieren und wir sollten auch ihr Leben respektieren. Denn wenn ich dorthin gehe, bin ich ein Produkt von so vielen Antibiotika und trage so viele Keime in mir. Eine einfache Sache wie Grippe kann sie töten, weil sie gegen nichts immun sind. Dabei ist es sehr wichtig, dass wir einen sehr kontrollierten Kontakt mit ihnen haben. Offenbar war sich der 27-jährige John Allen Chau des Verbotes bewusst, ebenso der Gefahr, die von dem kriegerischen Stamm ausgeht. Dennoch wollte er das Volk zum Christentum bekehren. In einem Brief an seine Eltern schrieb Chau: Ihr werdet mich für verrückt halten, aber ich denke, dass es sich lohnt. Bitte seid nicht wütend auf sie oder auf Gott, wenn ich getötet werde. Der junge Amerikaner startete sogar zwei Versuche, mit dem Stamm in Kontakt zu treten. Beim ersten Mal bringen ihn Fischer in die Nähe der Insel. Er wird sofort mit Pfeilen angegriffen, kann sich jedoch retten. Einen Tag darauf kehrt er zurück. Dieses Mal treffen ihn die Pfeile tödlich. Fischer beobachten, wie die Ureinwohner die Leiche später am Strand vergraben. Die indische Polizei hat nun ein Schiff und einen Hubschrauber losgeschickt. Es ist jedoch unklar, ob die Leiche jemals geborgen werden kann. Die indischen Behörden halten daran fest, dass die Ureinwohner nicht gestört werden dürfen. Sieben der Fischer, die Chau unterstützt hatten, wurden inzwischen wegen Gefährdung der Stämme verhaftet.